Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute auch wieder eine Frage, die hatten wir schon öfters, die ist aber interessant. Und sie heißt: Moin Herr Kammerer, ich habe ein paar Fragen für Ihren Blog, aber der Reihe nach. Vielen Dank für die Ausstrahlung meines Teichs in Ihren Home Entertainment Blogs. Damals war mein Teich noch super klar und den Konishi Koi ging es gut. Kurz danach stiegen die Temperaturen und die Futtermenge wurde mehr. Leider hat dies mein selbstgebauten Bürstenfilter mit zusätzlicher Biologie nicht mehr geschafft. Alle zwei Tage fiel eine Reinigung an und die Wasserwerte wurden täglich schlechter. Gut, wir haben auch 36 Konishi Tosai Nisai Koi auf 22.000 Liter, aber Abhilfe musste her. Also habe ich mit der Firma Genesis telefoniert, um meinen Filter zu erweitern. Ende vom Lied, wir haben jetzt zu unserem Bürstenfilter noch einen Evo 500 und einen großen Bioturm. Ich hätte niemals gedacht, dass die Technik von Genesis so gut funktioniert, dachte nur an gute PR. Nein, das ist nicht PR. Also PR kann man mal ein Jahr oder zwei erfolgreich sein, aber langfristig so ein Produkt mit tausenden verkauften Stückzahlen, da muss das Produkt richtig geil sein. Aber nein, ich bin hochzufrieden. Wasser ist kristallklar und die Wasserwerte Nitrit auch im grünen Bereich. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Muss ich den Bioturm mit dem Helix irgendwann sauber machen? Außerdem plane ich in der nächsten Woche noch eine Quarantäne, Aufzugbecken mit passendem Filter und so weiter von Genesis zu bestellen. Dieses muss dann natürlich auch mit Koi bestückt werden. Haben Sie dieses Jahr nochmal Tosai Koi im Angebot, Set oder Auktion? Der Weg ist für uns von der Hamburg zu Ihnen sehr weit. Vielen Dank und viele Grüße, Tom. Ja, es wird mit Sicherheit noch was kommen, Tosai-mäßig. Wann, wie, wo, kann ich dir noch nicht sagen, aber es kommt noch was. Jetzt zu deiner Frage mit dem Bioturm. Das wird dir dein Bioturm beantworten. So, oder dein Wasser. Ich kann dir sagen, ich habe bei mir zu Hause drei Teiche. Ich habe drei riesen Biotürme, über 20 Kubikmeter. Das sind 4 Meter hoch, 2 Meter aus dem Boden, 2 Meter in den Boden rein. Und ich habe die jetzt, ich weiß es nicht, 5, 6 Jahre nicht mehr gereinigt. Das Wasser wird jedes Jahr besser, jedes Jahr schöner. Also dieses Konari Miso, dieses ergreifende Wasser, das wird immer, 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 immer geiler. Aber es könnte mir irgendwann mal passieren, aber ich weiß nicht wann und ob, weil ich in den Biofilter nicht reinschauen kann, in 4 Meter Tiefe, wenn zum Beispiel das Wasser plötzlich so braun wird, kriselig, so ein Biofilter kann auch durchbrechen, aus welchen Gründen auch immer, das kennt man, das ist bekannt aus der Fischzucht, dass sich plötzlich die Biologie rauslöst, dass sich der ganze Filterschlamm nicht mehr drin halten kann und dann kann das zu einer schlagartigen Eintrübung des Wassers führen. Haben wir alle 1, 2 Jahre hier auch mal an einem Becken in der Anlage. Die Gründe sind mir wirklich schleierhaft, weil die Anlagen hier ja alle gleich behandelt werden, aber ich habe es schon oft gesagt, das Mikrobiom, die Summe aller Kleinstlebewesen, also der Filterschlamm, die Zusammensetzung der Bakterien ist in jedem Kreislaufsystem anders. Und da kann es wahrscheinlich irgendeine Konstellation geben, die dafür anfällig ist. Also wenn dir das passiert, dann siehst du, dass du reinigen sollst. Und noch was, wenn du jetzt dir vorstellst, dein Bioturm ist so hoch. Und vom Bioturm aus fließt das Wasser per Schwerkraft zurück in den Teich. Und damit das Wasser per Schwerkraft in den Teich zurückfließen kann, brauchst du, wenn wir jetzt hier das Teichniveau haben zum Beispiel, brauchst du eine gewisse Stauhöhe, ne? Eine geodätische Druckhöhe, die ausreichend ist, damit in Abhängigkeit von deinem Rohrquerschnitt, den du verwendest und natürlich die Anzahl der Rohrleitungen, damit das Wasser, das du oben reinpumpst, wegen mir 20.000 Liter, dass die 20.000 Liter dann auch rausfließen. Jetzt stell dir vor, dein Filter würde unten langsam verschlammen, verdrecken, sodass eine Reinigung notwendig würde, dann würde der Wasserstand immer weiter ansteigen, weil einfach das Wasser nicht mehr so leicht durchs Filtermaterial fließen kann. Und das erzeugt zusätzliche Reibung und verengt den Querschnitt insgesamt. Das heißt, wir brauchen immer mehr Druck. Und wenn du das über die Jahre beobachtest oder über die Monate, dass das immer mehr wird, dann würde es irgendwann mal so sein, dass der Biofilter überläuft. Also darum kann ich jedem, der so einen Bioturm hat, nur empfehlen, immer mal wieder reinschauen, immer mal wieder gucken, wie es sich entwickelt. Und wenn es dann mal 10 cm unterhalb der Oberkante steht, dann ist es Zeit, den Filter zu reinigen. Wir haben hier in unserer Anlage, weil wir natürlich Indoor sind und da wollen wir den Effekt natürlich nicht, dass die Filter irgendwann überlaufen. Unsere Becken würden dann irgendwann mal Signal bekommen, Stopp, weil da sind Niveausensoren drin, wo dann die Pumpen ausschalten. Das ist einfach, dass die Becken nicht ganz leer gepumpt werden, aber wir wollen halt das Wasser nicht in der Anlage. Und darum haben wir oben in unserem Biofilter, in unserem Bioturm haben wir nochmal einen zusätzlichen Notüberlauf, der mit dem 50er Rohr direkt ins Becken verbunden ist. Und das ist überall so angebracht, dass wir beim täglichen Check der Anlage, dass wir da gucken können. Und wenn da Wasser kommen sollte, dann wissen wir, dass das Wasserniveau entsprechend hoch angestiegen ist und dann sollten wir auch wirklich die Biotürme reinigen. Anfänglich habe ich die Geschichte nicht gehabt und wir haben das dann nachgerüstet, vor 6 Jahren, vielleicht 7 Jahren. Und ich kann Ihnen aber sagen, in unserer Gesamtanlage war das nicht einmal der Fall, dass so ein Bioturm so hoch angestaut wurde,
angestaut werden musste, um das Wasser zurückzuführen, das wir dann tatsächlich deshalb reinigen mussten. Früher haben wir eine vorbeugende Reinigung gemacht, da gibt es auch ganz früher einen Blog dazu. Mittlerweile machen wir es nicht mehr. Warum? Weil ich einfach sehe, je älter das Filtermaterial ist, je älter der Filterschlamm ist, desto besser funktioniert es. Und wir haben natürlich hier auch einen hohen hydraulischen Druck auf unserem Filtermaterial. Das kann ich jedem nur empfehlen. Und das ist natürlich einer der Faktoren, wenn ich jetzt sagen wir mal 1,50 Meter Bioturm habe und ich lasse da 10.000 Liter drüber, dann habe ich eine geringe hydraulische Last auf dem Material. Dann kann so ein Filter zuwachsen, wie man auch schön sagt. Habe ich aber auf den 1,50 Meter 40.000 Liter drüber, dann habe ich da so eine hydraulische Last, dass ich so einen Filterschlamm eigentlich gar nicht bilden kann, dass sich der Filter permanent auch wieder selber spült. Und wir wissen auch, je höher die hydraulische Last auf dem Filtermaterial, desto höher ist die Abbauleistung, was Ammonium und Nitrit angeht. So, Tom, danke für deine Frage. Immer wieder interessant. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns und ich versuche es zu beantworten. Dankeschön. Ciao.